Du hast die Kontaktsperre durchgehalten und jetzt blickst du gebannt auf dein Smartphone. Doch das Display bleibt schwarz. Der Ex hätte sich doch melden sollen. Schließlich sind ja diese 4 Wochen Kontaktsperre jetzt vorbei. Warum meldet sich der Ex nicht? Was ist da los? War die Kontaktsperre vielleicht umsonst? Ist jetzt alles verloren? Ich bin Dr. Stefan Kraft, Gründer von Szenario 2. Und wenn du hier bist, dann hast du vermutlich die Kontaktsperre 4 Wochen durchgehalten. Und dazu möchte ich dir gleich mal gratulieren. Wir bei Szenario 2 haben schon tausende Menschen unterstützt, den Ex zurückzugewinnen. Und deswegen wissen wir, dass es viele nicht schaffen, eine Kontaktsperre wirklich durchzuhalten. Und bringen sich eben dadurch auch oft um die Chance, mit dem Ex wieder in eine Beziehung zu kommen. Leider hält sich über die Kontaktsperre jedoch ein sehr, sehr großes Missverständnis. Was dann oftmals dazu führt, dass viele nach der Kontaktsperre nicht mehr weiter wissen. Worüber spreche ich? In sehr vielen Ratgebern oder auch im Internet liest man Folgendes. Die Kontaktsperre ist dazu da, dass sich der Ex danach bei dir meldet. Oder anders gesagt, nach Ende der Kontaktsperre wird sich der Ex wieder bei dir melden. Und nun, 4 Wochen später, stehst du da wie der Ochs vom Berg und starrst entrüstet auf das immer noch dunkle Display von deinem Smartphone. Wenn sich dein Ex nach 4 Wochen Kontaktsperre nicht meldet, dann denken die allermeisten, dass es mega schlimm ist. Vielleicht denkst du dir deswegen auch, dass die Kontaktsperre ein Fehler war. Schließlich habt ihr beide jetzt lange keinen Kontakt gehabt und damit hast du ja deinem Ex gezeigt, dass du nicht mehr in einer Beziehung interessiert bist, oder? Jetzt steigt dann in dir die Angst auf, dass der Ex dich vergessen hat oder vielleicht schon einen Schritt weitergegangen ist und in einer Rebound-Beziehung ist. Und dann sind da vielleicht auch noch so Gedanken wie, wäre es nicht besser gewesen, nochmal über alles gemeinsam zu reden? Und wenn es dir gerade auch so geht, dann lass mich dir sagen, das ist total normal, dass du dich so fühlst. Wenn du den Ex zurück möchtest, dann bist du emotional mal in einer sehr verwundbaren Situation. Du willst den Ex zurück und da ist es völlig klar, dass es für dich nicht leicht ist, dass ihr mal keinen Kontakt habt. Und dein Herz schreit ja gerade dann besonders laut. Der Ex hat sich jedoch nicht von dir getrennt, um erst recht wieder viel Kontakt zu haben. Deswegen lass mich da gleich mal zu Beginn ein bisschen Entwarnung geben. Wenn sich der Ex nach 4 Wochen Kontaktsperre nicht gemeldet hat, dann ist das total normal und auch erwartbar. Es ist kein Katastrophenszenario. Lass mich gleich auch noch mit dem vorhin angesprochenen Missverständnis aufräumen. Schauen wir uns dazu an, was der wahre Zweck der Kontaktsperre ist. Dieser wahre Zweck ist auch die Basis dafür, dass du dann, nach der Kontaktsperre, den Ex zurückgewinnen kannst. Und klar, es wäre super angenehm, wenn du nur 4 Wochen Kontaktsperre machen müsstest und dann würde sich der Ex wieder bei dir melden. Das würde doch dieses Durchhalten der Kontaktsperre enorm erleichtern, oder? Denn diese Zeit, die fällt vielen sehr schwer, eben dass man getrennt vom Ex ist und man nur für sich selbst ist. Und genau aus diesem Grund hört man dann oft, mach 4 Wochen Kontaktsperre und dann meldet sich der Ex. Als Belohnung der Kontaktsperre wartet dann der Ex quasi schon, dir endlich wieder schreiben zu dürfen. Sowas zu hören mag zwar sehr motivierend sein, die Kontaktsperre durchzuhalten, dann aber, nach der Kontaktsperre, hast du den Schlamassel, weil es eben nicht passiert ist, dass der Ex sich meldet. Das heißt, diese Motivation, dass sich der Ex nach der Kontaktsperre melden wird, wird erkauft mit einer falschen Erwartungshaltung. Mit der Folge, dass du nun wie der Ochs vom Berg stehst und dir die Frage stellst, war alles umsonst? War die Kontaktsperre ein Fehler? Und hat dich der Ex vergessen? Und deswegen ist es eben so wichtig zu wissen, dass das Ziel der Kontaktsperre nicht ist, dass der Ex sich meldet. Um zu verstehen, warum sich der Ex vermutlich gar nicht melden wird nach der Kontaktsperre und warum das auch nicht schlimm ist, lohnt es sich, dass wir uns eben mit dem wahren Zweck der Kontaktsperre beschäftigen. Tauchen wir also ein in die Psyche vom Ex. Letztlich geht es bei der Kontaktsperre ja darum, dem Ex zu zeigen, dass du die Trennung respektierst. Dadurch können mal die Trennungsemotionen beim Ex abklingen und die Bereitschaft für Kontakt kann wieder ansteigen. Nur wenn du die Trennung respektierst, kann der Ex auch in der Trennung ankommen und das eigene Bedürfnis nach Abstand mal sättigen. Zusätzlich wirkst du auch reif und erwachsen, wenn du deinem Ex nach der Trennung eben nicht nachläufst und nicht bettelst und nicht irgendwie einen überlangen Brief schreibst. So ein creepy Ex-Verhalten treibt deinen Ex eben nur noch weiter von dir weg. Das heißt also, gib dem Ex nach der Trennung Raum und nimm dir auch mal Zeit für dich selbst. Eine Trennung heißt zunächst leider mal, dass ihr vorerst getrennte Wege gehen müsst.
Nach der Trennung schwimmt der Ex nämlich in einem Wechselbad der Gefühle. Je nach Situation sind es Wut, Frust, Enttäuschung oder vielleicht auch Erleichterung. Es ist so ein Sammelsurium an allerlei Gefühlen und Stimmungen vom Ex dir gegenüber. All diese Gefühle, die fassen wir unter dem Überbegriff Trennungsemotionen zusammen. Die geniale Wirkung der Kontaktsperre besteht ja unter anderem darin, dass sich beim Ex durch den Abstand die Trennungsemotionen abkühlen können. Schau dir mal die folgende Abbildung an. Nach der Trennung sind die Trennungsemotionen auf einem Hochpunkt. Sie führen dazu, dass der Ex momentan nichts mit dir zu tun haben möchte und auf Abstand geht. Mit der Fortdauer der Kontaktsperre klingen diese Trennungsemotionen mit der Zeit ab. Das passiert auch deshalb, weil diese Trennungsemotionen oftmals so intensiv sind, die könnte unser Körper gar nicht lange aufrechterhalten. Aber Achtung, wenn du ins Nachlaufen kippst, dann käme es bei den Trennungsemotionen immer wieder zu seinem Zwischenpeak, wie du es da jetzt eingeblendet siehst. Und auf diese Weise erhöht sich die Intensität der Trennungsemotionen wieder und der Prozess des Abklingens wird gestoppt und eben länger hinausgezögert. Aus diesem Grund weisen wir in fast allen Videos darauf hin, dass es eben nach einer Trennung so unglaublich wichtig ist, dass keine weiteren negativen Gefühle dazukommen. Da wiederholen wir uns vielleicht etwas zu oft, aber das Thema ist einfach zu wichtig. Denn wenn wieder neue Gefühle dazukommen, wird es die Wirkung der Kontaktsperre wieder stark verringern. Je mehr solcher Peaks es quasi gibt, desto eher wird der Ex endgültig sagen, das ist mir zu viel und du wirst blockiert. Bislang haben wir uns ja nur mit den Trennungsemotionen und wie die abklingen beschäftigt. Diese Trennungsemotionen oder der Verlauf der Trennungsemotionen, der ist gegenläufig zur Bereitschaft zum Ex, wieder Kontakt mit dir zu haben oder Kontakt zuzulassen und ihn nicht abzublocken. Nach der Trennung sind die Trennungsemotionen ja auf einem Höhepunkt. Erinnere dich da auch an die vorherige Einblendung. Dadurch ist nach der Trennung die Bereitschaft für Kontakt mit dem Ex auf einem Tiefpunkt. Das ist ja ganz klar, oder? Der Ex hat sich eben nicht getrennt, damit er erst recht wieder viel Kontakt mit dir hat. Nach der Trennung will der Ex Abstand und Freiraum und dementsprechend auch mal keinen Kontakt zu dir. Mit der Fortdauer der Kontaktsperre aber klingen diese Trennungsemotionen ab, wodurch beim Ex auch wieder mehr emotionale Kapazitäten frei werden, neutraler über dich und über eure Beziehung nachzudenken. Und es kommt dann vielfach eben zu so einer sogenannten Nachdenk- oder Reflexionsphase. Über alle vier Phasen, die der Ex während der Kontaktsperre emotional durchläuft, habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke dir das mal da oben, dann kannst du es dir im Anschluss an dieses Video hier ansehen. Eure Beziehung, also die Beziehung zwischen dir und dem Ex, die hat sicher auch sehr viele schöne Aspekte und schöne Momente gehabt. Die werden aber und die Erinnerung daran werden durch die Trennungsemotionen vorerst mal zugedeckt. Wenn dann während der Kontaktsperre so Zeit vergeht, dann lichtet sich das sozusagen alles im Ex wieder und der Ex kann dann alles mit ein bisschen mehr Abstand betrachten. Und dein Ex kann dann auch merken, was er oder sie vielleicht schon verpasst durch die Trennung. Oder es können sich auch schon erste Gefühle von Nostalgie entwickeln. Das führt dann vielfach zu Gefühlen von Vermissen und was folglich wieder dazu führt, dass die Bereitschaft zu Kontakt mit dir ansteigt. Du kannst dir das auch so vorstellen. Nach der Trennung ist der emotionale Raum beim Ex mal ausschließlich gefüllt mit Trennungsemotionen. Dann, mit Fortdauer der Kontaktsperre, leert sich dieser emotionale Raum wieder, sodass schließlich auch wieder mehr Platz da ist, dass du diesen Raum betreten kannst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, schön und gut, aber wenn die Bereitschaft für Kontakt beim Ex mit Fortdauer der Kontaktsperre steigt, warum meldet sich denn der Ex dann nicht? Und das hat aus unserer Erfahrung zwei ganz zentrale Gründe. Und das schauen wir uns dann im Video am nächsten Donnerstag an. Und da wirst du dann auch erfahren, warum es eigentlich gar nicht nötig ist, dass der Ex sich meldet. Für die Zwischenzeit gebe ich dir unter mir nochmal die Phasen der Kontaktsperre hin und neben mir erkläre ich dir die drei Stufen des Vermissens. Da wird es für dich dann auch nochmals ganz klar, welche Art des Vermissens durch die Kontaktsperre geweckt werden kann. Dann tschüss, Baba und alles Liebe.